Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in die kommenden 48 Stunden, was auf uns zukommt, mit was wir rechnen dürfen. Und du weißt, Kollektivlegungen gelten auf dich umzulegen und das für dich mitzunehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, persönliche Kartenlegung, Heilsitzung, Coaching, spirituelle Begleitung, Ausbildungen und auch ganz neu ganz spezielle Energieübertragungen, die du für dich und ganz bestimmte Bereiche in deinem Leben nutzen kannst. Also, wenn du da Interesse hast, wenn du merkst, du brauchst Unterstützung, schau gerne unten vorbei. Und es gibt auch schon eine kleine Ankündigung auf der Shopseite, ist es schon ausgeschildert. Es ist ja, so einiges tatsächlich im Gange, in den Vorbereitungen. Drei neue wunderbare Dinge, beziehungsweise eins geht in die zweite Runde. Im November startet die zweite Runde für die Energy Tarot Ausbildung. 7 Monate lang online. Also auch da gibt es die Möglichkeit, sich bald anzumelden. Noch ein bisschen Geduld, aber ich kündige es schon mal an. Und zwei weitere wundervolle Projekte stehen in den Startlöchern und zwar gibt es ebenfalls eine Online-Ausbildung in der Gruppe und zwar Lightworker. Das, was es im 1:1 gibt, gibt es jetzt auch als Gruppenausbildung. Der Start ist aber nächstes Jahr, also 2025, voraussichtlich im Januar. Und da geht es darum, ja, Energiearbeit zu erlernen, ein Lichtarbeiter zu werden und das wird über 8 Monate lang gehen und ich freue mich riesig darauf, denn da steckt ganz viel Herzblut natürlich auch in den anderen wundervollen Dingen. Aber das ist etwas, wo ich mich sehr darauf freue. Und das Dritte ist, das ist ein Live-Online-Kurs, den wird es auch ab nächstem Jahr geben und das heißt Supernatural. Und da geht es darum, das menschliche und spirituelle Potenzial, was jeder von uns hat, zu bündeln, zu ja, optimieren und vor allen Dingen zu verbinden. Also unterschiedliche, wundervolle Dinge und hier einfach nur schon mal reingedroppt, denn solltest du sowieso Interesse haben, diese Seite an dir, diese Hellsinne zu trainieren, mehr in die energetische Arbeit einzusteigen, mehr in die Spiritualität einzusteigen, dann könnte das gegebenenfalls etwas für dich sein. So. Und ich würde sagen, wir schauen doch jetzt mal in die wundervollen 48 Stunden, was in den nächsten 2 Tagen auf uns zukommen mag. Worum geht es? Und ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv, verbinde mich mit den kommenden 48 Stunden. Worum geht's in den kommenden 48 Stunden? Im Kollektiv. Okay. Hier war da noch eine Karte. Ei, unterer Kartenrand. Ui, ja, die will ich schon direkt wegschmeißen. Also, was ist das hier? Drei der Schwerter am unteren Kartenrand. 10 der Schwerter liegen hier. Königin der Münzen, König der Münzen und 5 der Schwerter, was sind das denn für Energien? Was sind das denn für... Da bin ich jetzt sehr gespannt. Okay, das ist aber interessant, denn vom Gefühl passt das irgendwie. Ja, sehr selten, dass ein Pärchen liegt, ein Königspaar. Und das zeigt auch, dass es möglicherweise um ein Pärchen geht, sprich eine Verbindung. Für viele hat das hier wirklich mit zwei Menschen zu tun, also mit einem Paar möglicherweise. Das können die Eltern sein, ebenfalls ein Paar. Das kann im Freundesbekanntenkreis ein Paar sein oder zwei Menschen in deinem Umfeld, die ausschlaggebend werden. Ich habe das Gefühl, komischerweise, weil es mir gezeigt wird, während ich gemischt habe zu einer ganz bestimmten Situation in meinem Leben, es könnte sein, dass es um eine Verbindung oder zu einer Person auf der Arbeit geht.
Vielleicht hat diese irgendein Thema mit ihrem Partner, mit ihrem Mann, mit seiner Frau, wie auch immer. Es könnte sein, dass auch ein Pärchen irgendwie, wo du nichts direkt mit zu tun hast, aber trotzdem irgendwie involviert wirst. Also ein Pärchen oder zwei Menschen könnten sehr ausschlaggebend sein, denn ich bekomme tatsächlich das auch als zwei menschliche Energien. Das heißt, ich bekomme nicht, dass du einer der beiden Energien bist. Aber natürlich zeigt es ebenfalls, natürlich hängt man da auch mit drin, bedeutet, dass du möglicherweise der Stabilisator bist in dieser Beziehung. Der Mediator, jemand kommt auf dich zu, bittet um Hilfe, bittet um Rat, bittet um Münzen. Das kann dir natürlich auch sein. Es kann auch sein, dass es hier um vergangenen Schmerz geht, aktuellen Schmerz, eine Trennung, etwas, was passiert ist in entweder deinem Leben oder höchstwahrscheinlich in dem Leben von diesen Personen oder einer Person in deinem Umfeld. Es geht hier um Liebesbeziehungen, um Beziehungen, die nicht standgehalten haben, um Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Herzschmerz, aber gefühlt liegt der Schmerz weiter in der Vergangenheit. Es ist so, als würde jetzt noch mal etwas aufkommen, etwas aufkochen. Und es kann sein, dass du im ersten Moment, wenn du das Video siehst, das wird mir auch gezeigt, vielleicht erstmal gar nicht resonierst, weil das noch auf dich zukommt. Es scheint etwas zu sein, was ziemlich überraschend kommt. So als bekommt man einen Anruf und auf einmal wird man darüber informiert, dass sich jemand getrennt hat, dass jemand sich scheiden lässt, dass man Rat, Unterstützung braucht, irgendwie sowas. Also etwas Drastisches, von dem du erfährst. Für die allermeisten ist es so, dass du nicht direkt involviert bist, sondern dass es sich hier wirklich um ein Ereignis im Bekannten, Freundeskreis, in der Familie dreht und du davon erfährst und dann dazu gezogen wirst. Sprich, dass du hilfst und deine Energie da reingibst. Es geht um Anschuldigungen, es geht um Verurteilung und um den Vorwurf, nicht gehandelt zu haben oder sich nicht eingebracht zu haben. Lege es auf dich um. Möglicherweise kann das aber auch sein, dass dir dieser Vorwurf gebracht wird. Vielleicht auch sowas wie, ja, du hast dich nicht gemeldet, du hast dich nicht gekümmert, du hast nicht die Verantwortung übernommen. Es kann sein, dass jemand über dich richtet. Entweder so, dass du es mitbekommst über Dritte oder aber direkt, also direkte Aussprache, Ansprache. Das, was du erfährst, sei es dieser Vorwurf, sei es die Situation von Drittpersonen, macht dich ein bisschen wehmütig. Also es ist so, als würde dich das schon irgendwie in eine andere Stimmung versetzen und das Gefühl in, wie schade, etwas zu verlieren oder es war doch mal so schön. Also das sind sehr interessante Energien. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es geht um etwas, wo du dachtest, also wo du sehr verwundert bist, wo du niemals dachtest, dass so etwas aufkommt. Ich höre so sagen wie, das hätte ich niemals gedacht von euch oder das hätte ich von ihm, von ihr niemals gedacht. Also scheint etwas ans Tageslicht zu kommen, was auch hier der Rat ist, immer die eigene Meinung zu bilden. Gerade bei emotionalen Verletzungen überwiegt natürlich ein emotionaler Part und es gilt wirklich hier auch beide Ansichten zu hören, beide Meinungen und dir selber eine Meinung zu bilden, selber reinzufühlen. Wie nimmst du das wahr? Und vor allen Dingen ganz wichtig, auf die Lösung zu konzentrieren. Okay, dann schauen wir, wir klären erstmal direkt mit dem Lenormand die einzelnen Karten. Das scheint mir jetzt sehr wichtig zu sein. Ich bekomme hier überwiegend auch sehr viel männliche Energie. Kann sein, dass der männliche Part oder ein Mann auf dich zukommt und dich darüber informiert.
Vielleicht geht es auch um so eine Situation, wo man es nie gedacht hätte, weil kleine Kinder damit involviert sind. Und man hätte niemals gedacht, dass jetzt so etwas passiert. Also für jeden ist es hier wirklich unterschiedlich, aber ja, für viele gibt es hier eine unerwartete Meldung. Okay, wir klären 10, nochmal rein, wir klären 10 der Schwerter. Habe ich gesagt, gerade kleines Kind. Ja. Möglich, dass du davon erfährst, das ist aber für ganz wenige, dass jemand erfahren hat, dass der Partner ein Kind hat, ein anderes Kind, wovon nichts gewusst wurde. Aber wiederum für die allermeisten geht es darum, dass jemand einen Neubeginn will. Etwas ganz Neues, ein neuer Ort, auswandern will. Und irgendwie hätte man das überhaupt nicht für möglich gehalten, dass sowas überhaupt in den Gedanken ist. Das heißt, man wurde gar nicht involviert in diesen ganzen Überlegungsprozess. Und deswegen ist das hier auch so plötzlich und unerwartet, weil man sich denkt, wo kommt das her? Kenne ich dich überhaupt? Wo kommen diese Gedanken her? Okay. Auf die 5 der Schwerter. Ja, plötzliche. Plötzliche Anschuldigung, plötzliches Feuer, was gezündet wird, plötzlicher emotionaler, leidenschaftlicher Ausbruch, der große Knall, das Angestaute geht emotional raus. Und es ist etwas, wo du, wie gesagt, teilweise für ganz wenige ganz involviert bist. Also, dass das direkt zu dir kommt oder du erfährst es oder es hat mit, wie gesagt, Personen in deinem Umfeld zu tun. Schauen wir, wer ist der König der Münzen? Ja, jemand, mit dem du ein sehr gutes Verhältnis hast. Also, das kann dir sowohl Arbeitskollege sein, das kann jemand sein. Da ist alles gut. Man hat vielleicht nicht den ganz engen Kontakt, also auch wenn es in der Familie ist, es ist jetzt nicht so, als wäre es, als würde man jetzt jeden Tag telefonieren, aber es ist sehr wertschätzend, es ist eine starke, solide Verbindung da. Es ist wie so eine sichere Verbindung. Man hat das Gefühl, man kennt sich über Jahre vielleicht schon etwas oder man hat das Gefühl, man kennt sich schon sehr lange. Also das ist eine Person oder zumindest ist eine Person involviert, wo du immer das Gefühl hast, das ist eine sichere, stabile, solide Verbindung. Auch die Königin. Kommt der Mann. Es kann sogar sein, dass sollte es sich bei dir um ein Pärchen, um eine Doppelverbindung handeln, kann es sogar sein, dass du der Frau näher gestellt bist. Egal ob Mann oder Frau, der du mir hier zusiehst. Aber es kann sein, dass du eigentlich der Frau näher gestellt bist, aber es tatsächlich nicht von dieser erfährst, sondern eher von dem Mann, wo du auch ein gutes Verhältnis hast, aber gar nicht so viel Kontakt. Und allein das ist schon für dich sehr verwunderlich. Auf die 3 der Schwerter, worum geht's? Das war mir zu viel. Und auf einmal 3 der Schwerter, Klärung, worum geht's? Es geht um einen Abschied. Wow, okay. Ach, die Sense und das Kreuz, es soll so sein. Das, was geschieht in den kommenden 2 Tagen oder beziehungsweise das, was du erfährst, was geschehen ist, für die allermeisten sogar noch geschehen wird. Das heißt, diese Information wird ja noch erst zu dir kommen. Das ist etwas, das muss so sein, das soll so sein. Auch wenn du es nicht verstehen kannst, auch wenn es dich vielleicht traurig macht, egal worum es geht, das muss jetzt auch nichts Wildes sein. Wie gesagt, wenn das Arbeitskollegen sind oder Freunde, das nimmt dich mit, aber es hat ja nicht direkt mit dir zu tun. Für jeden ist das hier wirklich unterschiedlich. Für die allermeisten ist es so, du bist praktisch nur halb involviert. Das heißt, dieser große Knall dreht sich nicht direkt um dich persönlich, aber du bist mit involviert, du wirst irgendwie mit reingezogen auf irgendeine Art und Weise und hängst damit in Verbindung. Und das aus höherer Sicht viel mehr als du denkst, denn dadurch wird sich etwas verändern.
Es wird sich auch etwas in dir verändern, in deinen Ansichten. Es wird etwas in dir wachrufen, was du für dich kodiert hast, wahrscheinlich als das muss so sein oder Menschen müssen so sein. Und auf einmal erkennst du, dass überhaupt nichts muss und dass jeder einen freien Willen hat. Es geht hier um das große Beenden von karmischen Verbindungen, von karmischen Knotenpunkten, wird mir gerade gesagt. Und diese Knotenpunkte zeigt das ganz gut, weil in einem Knoten sind zum Beispiel, wenn man jetzt Haare nimmt, mehrere Haare verfangen. Bedeutet, der Hauptknoten ist vielleicht ein Pärchen, eine Verbindung, ein Mensch in deinem Umfeld, den es direkt betrifft. Aber du bist wie mit eingewoben in diesen Knoten. Und es gilt hier genau das zu lösen. Das bedeutet, auch wenn sich beispielsweise ein Pärchen im Freundeskreis trennt, das wirkt sich natürlich auf die Gruppe aus. Das wirkt sich natürlich aus. Muss man Partei ergreifen? Es wird nicht mehr so sein wie vorher, aber es geht ja auch aus diesem Nostalgischen rauszugehen und vor allen Dingen für sich etwas mitzunehmen, und zwar, dass das Leben aus reiner Veränderung besteht. Das Leben ist konstante Veränderung. Und es ist gut möglich, dass etwas nie mehr so sein wird wie vorher. Weil Menschen nicht mehr da sind, weil Menschen gehen, weil Situationen sich umformieren, weil man sich weiterentwickelt hat und gewisse Verbindungen nicht mehr matchen. Aber all das ist ja, wenn man es aus der Brille vom Hier und Jetzt sieht, das Allerbeste für die eigene Entwicklung, weil man es selbst ja auch gar nicht mehr fühlt. Der Schmerz liegt immer nur auf dem Blick in die Vergangenheit. Und da dürfen wir rausgehen. Und das ist hier wirklich etwas, was dir möglicherweise klar wird. Also es geht hier definitiv um einen absoluten Shift, auch um ein karmischer Pakt, der aufgelöst wird. Ne? Also auch hier natürlich sehr komplex und sehr viele Begrifflichkeiten, die in anderen Kontexten sehr oft verwendet werden. Aber ich sehe das hier so, dass man gewisse Seelen sich vor der Inkarnation zusammengetan haben und gesagt haben, hey, das und das oder dieses Thema wollen wir zusammen erleben. Also fast wie ein, ja, Zyklus, wie ein Bündnis zu sagen, wir beide machen das auf jeden Fall im Leben. Da gibt es eine Zeitspanne. Da ist Showtime für uns beide, da geht's auf die Bühne, da spielen wir das Spiel. Und genau das ist hier und genau dieses Stück des Theaters geht jetzt zu Ende. Das heißt, Aufführung beendet. Okay, schauen wir, worum geht's hier in den kommenden 48 Stunden? Oh, wie das passt. Ja, Forgiveness, vergeben. Und darum geht's. Der Schlüssel aus diesem Kreis des Schmerzes auszusteigen ist Vergebung. Und auch jeder, der in den kommenden 48 Stunden oder im Laufe der Woche in der nächsten Zeit auf dich zukommt mit erhobenem Schwert, mit einer Drohung, mit Worten, die verletzend sind. Tu dir einen Gefallen und vergib. Denn diese Energie möchtest du nicht mit dir rumtragen. Zusammengebündelt, worum geht es denn in den kommenden 48 Stunden? Was ist der höhere Sinn? Was ist die höhere Sicht? Was ist das Thema? Oh wow. Yes. Jetzt haben wir das Kreuz und wir haben noch die innere Bestimmung. Also das, was geschieht. Also natürlich schicksalshaft geführt, abgemacht irgendwie. Warum? Weil es deiner inneren Bestimmung dient. Es hat mit deinem eigenen Wachstum zu tun und mit einem Spiegel. Diese Situation, der du begegnest im Außen, soll ein Spiegel für dich sein im Innern oder bezogen auf dein Leben, auf das, was noch entwickelt werden darf. Sprich, du schaust dir das Thema an. Worum geht es? Und das legst du auf dich persönlich um. Das sind Botschaften. Das ist eine absolute Botschaft, Spiegelbotschaft vom Universum für dich. Und du wirst sie erkennen, du wirst sie lösen können für dich. Und das bringt dich weiter. Du erkennst und fühlst, alleine, wenn du mir hier zusiehst, bist du ein sehr feinfühliger Mensch.
Du erkennst und du fühlst, was du hier lernen darfst. Und das pusht dich in deiner Entwicklung. Wir haben den letzten Tag im Juli heute. Morgen geht's schon in den August. Und mit diesem Juli gefühlt und gleichzeitig mit dem neuen August ist es wie eine Art Umbruch, Umwälzung der Energie. Und das kannst du aber für dich nutzen, im positiven Sinne, wenn du bewusst wirst. Lass dich nicht von deinen Emotionen niederreißen. Okay. Ein Rat des Universums, bitte. Eine Botschaft vom Universum. Ah, Generosity, okay. Ja, erkenne, ne, auch hier der Baum, wir haben hier den Baum. Erkenne den höheren Sinn in dieser ganzen Situation. Wenn es etwas ist, wo du denkst, was soll das jetzt? Glaube mir, verändere die Perspektive. Geh ins Fühlen. Was soll dir das sagen? Und zoom immer weiter raus, bis du erkennst, was du für dich lernen kannst in dieser Situation, auch wenn sie im ersten Moment gar nichts mit dir zu tun hat. Denn alles hat irgendwie mit dir zu tun, wenn es in dein Leben kommt. Und hier geht es trotzdem darum, das alles dient deinem Wachstum, deinem Potenzial und auch, wenn du es nicht glauben magst, deiner Bestimmung, deiner Fülle. Schauen wir ein Rat. Was ist zu beachten, bitte, fürs Kollektiv in den kommenden 48 Stunden? Was ist zu beachten? Boah, das rundet diese Legung dermaßen ab, dass ich Gänsehaut bekomme. Zerbricht die Kette, Ahnenmuster heilen, die Zukunft neu schreiben. Ja, egal inwieweit du in dieser Situation involviert bist, es geht darum, dass du hier diesen Zyklus beenden lässt. Und selbst, wie gesagt, Knotenpunkt, ne? Auch wenn du nicht Hauptdarsteller in diesem Stück bist, und ich nehme das Beispiel von der Theaterbühne, so bist du dennoch Nebendarsteller und auch irgendwie involviert. Und diese Kette, dieses Spiel, dieses Stück, es ist zu Ende. Vorstellung beendet, der Vorhang fällt und du kannst von der Bühne treten. Denn, oh, es ist an der Zeit, auf die Bühne zu gehen, in der du Hauptdarsteller bist. Eine, wow, intensive, sehr spannende Legung. Ich wünsche dir, was wünsche ich dir? Ganz viel Erkenntnis und Kraft in den kommenden 48 Stunden. Lass dich überraschen, was hier dein Spiegel ist und wie er sich dir zeigt, mit welchen Personen er dich berühren wird, in eine andere Energie bringt, um zu erkennen und zu wachsen. Und zwar zum Wohle deiner selbst. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare, für die Wertschätzung via PayPal und Super Thanks. Vielen, vielen lieben Dank. Du weißt, ich schicke immer eine Dankesenergie zurück an jeden Einzelnen. Vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Und wenn du magst, sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Und in den nächsten Tagen wird es auch die Sternzeichenlegung für August geben. Und schau da gerne vorbei. Also, mach's gut. Ciao.